Stärker. Herr Präsident, ich versuche genossenschaftlich zu bleiben. Muchas gracias. Herr Präsident, am letzten Jahrhundert wird der Naturschutz von der philosophischen Weltsicht von René Descartes dominiert. Denn Descartes war der Meinung, dass der Geist und der Körper nicht unbedingt zusammengehören, auf denen getrennt müssen, ugesehen gehen. Und die dualistische Approche war lange Zeit maßgeblich für das Naturverständnis von den Menschen, das daran bestanden hat, die Gesellschaft der Natur getrennt von denen zu betrachten. Die Gesellschaft als rational ugesehen, die Natur als irrational. An dieser Logik ist der Mensch Herr am Meister, über die Natur, also ein Rolle par rapport zu dieser Natur, beschränkt sich auf den Schutz von Naturschutzgebieten, die ihren Willen am irrationalen Charakter behalten, auf die Gesellschaft als Attraktion und Rückzugsgebiet erhalten bleiben. Das Approche hat Naturverständnis an Politik an dem Bereich lange Zeit dominiert, so möchte teilweise bis heute noch. Mit dem Entstehen aber von der ökologischen Bewegung an den 70er und 80er Jahren an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Approche auf alle Fall mal auf Frage gestellt ging. Und es kauft darauf Sinn, ab den 90er Jahren auch politische Entwicklungen auf internationalem Niveau im Bereich Klimaschutz, Biodiversität, nachhaltige Entwicklung und so weiter. Seitdem geht es das Bewusstsein dafür, dass menschliche Aktivitäten nicht von der Natur und der Umwelt aufzutrennen sind, dass menschliche Aktivitäten Konsequenzen auf die Natur haben und die Konsequenzen auch ihrem Teilweise ganz problematisch Auswirkungen auf die Organisation von der Gesellschaft haben. Das heißt, die Versatz, nach dem 17. Jahrhundert, zur Zeit von René Descartes, waren sie tatsächlich der Meinung, dass sie sich nicht vorstellen, ob er für den Mensch antritt oder für die Fledermäuse. Glücklicherweise sind wir heute das Ball all ein bisschen weit. Für die Länge ist auf jeden Fall das ein konstant acquis. Wir gehen aber einen Schritt weiter, beziehen Frauen rund um die wirtschaftliche Produktionsweise oder das Besitzverhältnis damit ran. Wir sehen, dass die Organisation von der Gesellschaft ausschlaggebend ist für den Erhalt von natürlichen Ressourcen. Wie produzieren wir Waren? Wie besitzt den Terrain? Wie ist die Macht an der Gesellschaft verteilt? Wen hat die Macht? Wie groß sind die Ungleichheiten beim Revenu, der Bildung oder beim Zugang zu Ressourcen? Das ist für uns zentral. Wir sind der Meinung, dass je nachdem, wie die Antworten auf das Frage sind, eine ökologische Politik und Naturschutz gut nicht oder zumindest nicht mehr schwer möglich sind. Als Kern also, eine Gesellschaft, an der die soziale Schere immer mehr abgeht und Armut wiest, eine Wirtschaft, die Rentabilisierung vom Kapital als ewige Priorität hat und alles als jederin zu wohl möchte, können ökologisch nicht nachhaltig sein und können den Erhalt von der Umwelt und den Zugang zu den natürlichen Ressourcen nicht erhalten. Mit dem neuen Naturschutzgesetz wird es ein Spagatlo aber probiert. Ohne nur an den Detail von allen Mesuren können und wollen zu gehen, stellen wir fest, dass das Gesetz damals schon ein Avancé ist, wir eben nicht mehr an dem wirtschaftlichen Kader, an dem wir uns befinden. Das ist vielleicht auf kurze Sicht zufriedenstellend, aber langfristig geht das aber auch nicht durch. Und auch der Mouvement Ökologique bringt das immer wieder, in dem Sinne auf den Punkt, Gesetz schafft keine Voraussetzungen für strukturelle Veränderungen an der Zukunft zu schaffen. Ich probiere ein paar konkrete Mesuren vom Gesetz in dem Kontext zu reißen. Das Gesetz gesagt zwei verschiedene Approchen für den Schutz von den natürlichen Ressourcen vier. Die Verhinderung oder die Elimination von den negativen Konsequenzen von einem Infrastrukturprojekt einerseits an eben Kompensationsmaßnahmen für das Konsequenzen andererseits. Für euch stellt sich heute schon froh, ob an inwiefern den zuständigen Minister zwischen denen zu approchen den Arbitrage kann machen. Das Gesetz überlässt die Form von den Mesuren, die bei einem Infrastrukturprojekt nötig sind, der Appreciation auch vom Minister. Die Verhinderung ist wohl oft mit Dauer, mit aufwendig und erfordert Expertise, die bei der Kompensation sicherlich Männer und Gewicht fehlen. Im französischen Gesetz ist das Prinzip «éviter, réduire, compenser» maßgebend und heute geht es eine klare Hierarchie. Die Kompensation ist immer das letzte Mittel, es soll zumindest sein. Wie ist es bei diesem Gesetz? Die Kompensation von der Degradation von natürlichen Ressourcen auf einem anderen Platz ist als Mesur nicht neu an diesem Gesetz, aber für euch stellen sich aber eine Reihe prinzipiell Fragen.
Was soll kompensiert gehen, für das zu wissen, muss den Ressourcen, Biodiversität und Zusammenhang an dem Ökosystem komplett kennen. Der Mouvement Ökologie kritisiert an dem Zusammenhang dann auch, dass die objektiv naturwissenschaftliche Grundlage für das richtig können zu machen, der Biotopkadaster nicht genug gestärkt dürfen. Gehen dann Situationen für zu zerstören und dann zu kompensieren nicht mehr groß, an dem eine einfache Formel für die Kompensation angeboten wird. Am französischen Gesetz und Kritiker dem als Stärkung von den Kompensationsmechanismen mit der Aufhebung von einem Droit à détruire gleichgesetzt. Aufgrund von der Schwierigkeit für ein zu ein zu kompensieren und natürlich auch der Rarität von den verfügbaren Terrain, das hat für uns aber ein ganz zentrales Problem. Geht die Monetarisierung von der Natur nicht durch den Service clé en main bei der Kompensation verstärkt? Sicherlich also das so, dass es für den Fortgang von Infrastrukturprojekten und auch für die Kohärenz von der ökologischen Kompensation um Terrain Sinn macht, ob die Weg von den Eco-Punkten zu gehen und die damit einen Geldwert zu belehnen. So muss ein Promoteur einfach just nach der gefroten Summe an den neuen Fonds überweisen und da kann er bauen. Durch die Approach geht etwas quantifiziert, wird eigentlich gut nicht zu quantifizieren als Natur. Danach geht der Montant drauf gesagt, und damit geht Natur oder vielmehr Zerstörung von einem Stück Natur zu wohnen. Ein Promoteur kauft am Fonds ein Recht auf Zerstörung, an dem er eine Summe für die Kompensation überweist. Die Problematik von der Monetarisierung wird für uns natürlich bei diesem Gesetz entschärft, dadurch, dass Kompensationen an Flaschen, auf denen sie sollen gemerkt werden, vom Staat an den Gemengen kontrolliert sind. So bleiben kompensiert Biotope mit all ihrer Arten, Vielfalt an ihren Ressourcen an öffentlichem Besitz und somit zugänglich. Es darf natürlich nie der Fehler gemacht gehen, für das ökologische Kompensation für Private zugänglich zu machen, die daraus aus spekulativen Investment machen könnten. Da wären wir dann nicht mehr bei der Monetarisierung, mehr bei der Finanzialisierung von der Natur in den USA, als das schon heute Realität an europäischen Ländern leider auch. Unknappend und die richtige Entscheidung, dass Städte Gemengen für die Kompensation an Flächen verantwortlich sollen sein, stellt sich natürlich mehr grundlegend, aber auch die Frage vom Besitz an der Ausschaffung von den Terrain. An die Thematik, die können dann der letzte Mensch oft an Debatten rum, auch das Lächte bei der Landesplanung oder beim Logement oder rum beim Bayer Ferm. Das ist normal, weil sie determiniert nämlich Porte an die Realität von dem, was die Chamber hier bannen, auch decidiert. Und wie an allen anderen Politikbereichen auch, muss man auch für den Naturschutz sorgen, dass ohne Verkaufsrecht vom Staat auf allen oder zumindest meisten Terrain eine kohärente, wirksame Naturschutzpolitik wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Und die Regierung weiß das wahrscheinlich selber auch, dafür hat es auch eine Übergangsfrist von 7 Jahren vorgesehen. So lange muss der Flaschenpool also noch nicht bereit sein. Und da ist vielleicht auch noch ein Froh, die als Dolo angefallen ist, wie die überhaupt ausgesagt bei den Kompensationsmesuren par rapport an der aktuellen Situation, inwiefern auch Promoteuren, die eben noch Humisse kompensieren, ob es da Bilan geht, ob da Bilan gezogen ist, inwiefern die Kompensationsmesuren dann noch effektiv durchgesetzt werden. Das wäre vielleicht interessant, ich weiß nicht, ob der Herr Staatssekretär auch direkt darauf antworten kann, das wäre vielleicht interessant, an ein paar Worte zu geben. Den Schutz von natürlichen Ressourcen ist am Interesse von der Allgemeinheit. Da muss die Allgemeinheit aber auch die Mittel und noch genug Terrain können nun für diesen Schutz können zu assurieren. Wie ich am Anfang gesagt habe, probiert die Regierung mit diesem Gesetz Stärkung vom Naturschutz in den Hut zu bringen mit einer wirtschaftlichen Entwicklung, bei der die Natur aber an erster Linie ein Hindernis ist. Das tun wir so zur Kenntnis, auch stimmend Gesetz auch mit, ohne aber aus dem Blick zu verlieren, dass es auf lange Dauer ohne mehr fundamentales Umdenken nicht mehr weitergehen kann. Wir erinnern dafür noch ein paar daran, was die Regierung sonst so von Initiativen ergreift, die in kompletter Kontradiktion stehen zum Schutz von natürlichen Ressourcen, der Artenvielfalt, also weiter eine Landwirtschaftspolitik, an der es immer noch kein Umdenken gibt, ein Pestizideplan, den immer noch nicht steht, der Bau und den Ausbau von Straßen mit aller Luft, auch mehr die Belastungen, die damit da zusammenhängen, die Zusiedlung von Betrieben, die mit ihren Aktivitäten als natürliche Ressourcen aufs Spiel setzen, Rentenfonds, die weiter multinationalen mit schädlichen Aktivitäten investiert, das Space Mining,
den Zerstörung von natürlichen Ressourcen, auch nach den Zerstörung von natürlichen Ressourcen auch nach an der Welt verlängern soll, also weiter. Wenn wir mit all dem so weiterführen, dann ist geschwind keine Natur mehr rundherum, die ihn beschützt, die beschützen kann. Dafür werden wir trotzdem nach einem Akkord zu diesem Gesetzesprojekt gehen, an der Hoffnung, dass wir auch heute in Lützburg zu einem fundamentalen Umdenken kommen an unserer ökonomischen Entwicklung. Sonja Schmerz. Merci auch an die Lastrednerin, Madame Martin Hansen, für die CSU.